Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir wollen, dass die Menschen in Baden-Württemberg frei und sicher leben können. Baden-Württemberg soll das sicherste Land sein. Das war und bleibt als Regierungspartei und Fraktion unsere wichtigste Aufgabe in der Innen- und Sicherheitspolitik in Baden-Württemberg. Sich zu bemühen um Freiheit, aber auch um hinreichend Sicherheit, um Schutz der demokratischen Grundrechte, aber auch um Schutz vor terroristischer Bedrohung, ist eine tägliche Herausforderung, die täglich die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit fordert. Ich glaube, dass uns diese Balance gut gelungen ist. Und ein offenes Wort, liebe Freundinnen und Freunde, die grünen Innenpolitikerinnen und Innenpolitiker in der Fraktion hatten wahrscheinlich mit den schwierigsten Job in dieser Koalition in den letzten 5 Jahren. Ich glaube aber, dass grüne Sicherheits- und Innenpolitik sich in den Ergebnissen wiederfindet und dass wir selbstbewusst Bilanz ziehen können. Was sind wichtige Aufgaben? Wir haben uns intensiv mit der Polizeistrukturreform beschäftigt und wir haben es mit diesem Projekt, dem größten in der Geschichte der Bundesrepublik, geschafft, die Polizei für die Zukunft aufzustellen. Wir haben im Ergebnis leistungsstarke Polizei in der Fläche, verschlankte Hierarchien, gebündelte Aufgaben und die Rückkehr zur Stärkung originär polizeilicher Aufgaben. Die viel geforderten Polizistinnen und Polizisten im Streifendienst auf der Straße vom Bürger, von der Bürgerin gewünscht, sind da. Die neue Struktur garantiert, dass polizeiliches Fachwissen flächendeckend verfügbar ist. Erste wichtige Erfolge und eine Trendumkehr konnten mit dieser Reform zum Beispiel im Kampf gegen die Einbruchskriminalität erzielt werden. Zur Reform gehört natürlich eine angemessene Ausstattung, eine qualitativ hochwertige Ausbildung und endlich auch die überfällige Einführung der zweigeteilten Laufbahn bei der Polizei, die Erhöhung der Ausbildungskapazitäten aufgrund der starken Altersabgänge in den nächsten Jahren. Wir haben hier sehr konkrete Maßnahmen vorgesehen, die versprechen wir vor der Wahl verlässlich, um sie anschließend auch genauso umzusetzen. Das unterscheidet uns ganz konkret von der CDU, die unter ihrer Regierungsverantwortung verantwortungslos Stellen abgebaut hat, rund 1.000. Das sind genau die Stellen, die derzeit der Polizei so gravierend fehlen und die jetzt behauptet, sie könnte in kürzester Zeit genau diese Stellen wieder zurückbringen. Das ist unseriös, liebe Freundinnen und Freunde. Unsere Konzepte sind verlässlich, berechenbar und deswegen kämpfen wir da um auch die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger und der Polizei. Wir haben ein Leitbild für eine moderne bürgernahe Polizei kreiert, in deren Kern die Absicht steht, das Verhältnis zwischen Polizei und Bürgerschaft von Vertrauen und gegenseitigem Respekt zu prägen. Das ist in Baden-Württemberg genauso notwendig wie anderswo. Wir sind erste gute Schritte auf diesem Weg vorangekommen. Der neue Bürger- und Polizeibeauftragte, der Andreas Schwarz hat es schon gesagt, nächste Woche zur Beratung in den Landtag geht, ist ein Mosaikstein dafür. Das ist für uns ausgangs dieser Legislaturperiode ein Riesenerfolg, das noch geschafft zu haben. Dafür nochmal Dank an alle, die beteiligt waren. Edi Zitzmann gehört da auch ganz zentral dazu. Das ist ein Erfolg der Grünen in dieser Koalition gegen vielen Widerstand. Mehr Transparenz und mehr Beteiligung für die gesamte Bürgerschaft und die Polizei. Es gibt aber auch eine klare Ansage an die Genossen und an die Funktionäre, insbesondere in den Polizeigewerkschaften. Liebe Freundinnen und Freunde, die Einführung einer anonymisierten individuellen Kennzeichnung von Polizistinnen und Polizisten bei Großlagen bleibt auf der Tagesordnung. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das steht für uns. Zum Leitbild gehört die weitere multikulturelle Öffnung genauso wie die gezielte Förderung von Frauen, die wir dringend brauchen in der Polizei.
aber auch, last but not least, weitere Maßnahmen zur Gleichstellung von lesbischen und schwulen Polizistinnen und Polizisten in Baden-Württemberg. Wir haben viel gemacht, um Bürgerrechte zu schützen und zu verwirklichen. Wir mussten aber auch einiges tun, um terroristische Gefahren zu bekämpfen. Wir haben in diesem Jahr 2 Sicherheitspakete aufgelegt. Es sind aber keine Sicherheitspakete, die ohne Halt in die Freiheits- und Bürgerrechte eingreifen würden, sondern sie sind mit Augenmaß geschnürt, genau da, wo es notwendig ist. Und wir haben kein einziges Bürgerrecht an irgendeiner Stelle in Baden-Württemberg beschnitten und sind trotzdem effektiv im Kampf gegen Terrorismus. Auch das unterscheidet uns von den Schwarzen. Wir machen die bessere Sicherheitspolitik, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben große Aufgaben im Bereich der Stärkung digitaler Bürgerrechte. Das ist der moderne Datenschutz. Wir schaffen Raum für neue Bürgerrechte. Nächste Woche mit der Verabschiedung des Informationsfreiheitsgesetzes. Auch das ein großer Fortschritt für Baden-Württemberg. Ein bürgerfreundliches Versammlungsrecht steht ebenfalls auf der Tagesordnung. Und etwas ganz Wichtiges. Wir waren und sind den Opfern des NSU-Terrorismus und ihren Angehörigen eine restlose politische Aufklärung über den NSU-Komplex und seine Beziehungen nach Baden-Württemberg schuldig, liebe Freundinnen und Freunde. Es war unerlässlich, dass der Landtag diesen Untersuchungsausschuss doch noch eingesetzt hat. Und an dieser Stelle herzlichen Dank an Jürgen Filius, Petra Heffner und Alex Salomon für die akribische Arbeit im letzten Jahr in diesem Untersuchungsausschuss. Und er wird weitergehen in der nächsten Legislatur, weil noch viel zu klären ist. Und dann ist auch Zeit, Konsequenzen zu ziehen. Und mit diesem Programm ziehen wir erste Konsequenzen. Stichwort Verfassungsschutz, seine Aufstellung und V-Leute. Ich habe jetzt leider nicht mehr die Redezeit, um das in der notwendigen Breite darzustellen. Aber ihr kennt die Thematik. Wir haben eine Organisationsreform für den Verfassungsschutz aufgesetzt. Und wir haben ein neues V-Leute-Konzept entwickelt. Wir waren teilweise erfolgreich mit dem parlamentarischen Kontrollgremium, aber das muss weitergehen. Und der Änderungsantrag, der modifizierte, der euch jetzt vorliegt, beschreibt die richtige Richtung. Und ich bitte euch, dem auch zuzustimmen. Nur noch ganz wenige Sätze zur Rechtspolitik, die ja auch zu diesem Kapitel gehört. Wir vertreten einen starken Rechtsstaat und die strikte Gewaltenteilung. Und wir definieren in diesem Programm die wichtigen nächsten Schritte, die sich orientieren an Stärkung der Selbstverwaltung der Justiz, mehr Schutz für die Opfer, resozialisieren statt wegsperren und keine Privatisierung des Strafvollzugs. Das sind die wesentlichen Elemente. Und auch da bitten wir um eure Unterstützung. Ich glaube, dass wir im Sicherheits- und Rechtsbereich ein Programm vorlegen, das ich sehen kann und das uns weiterhin in die Lage versetzt, auch hier gut zu regieren. Vielen Dank.